Mein Name ist Detlef Rüsing aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Diejenigen, die unsere Arbeit verfolgen, werden direkt merken, dass ich mich hier nicht in meinem Büro in Osnabrück befinde, sondern in der Tat ist es so, ich bin bei mir zu Hause. Denn auch die Hochschule Osnabrück hat seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern empfohlen, nach Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten, und das machen wir. Das, was also Sie heute hier sehen und das, was von diesem Video zunächst erstmal ausgehen soll, ist der Umstand, dass wir Ihnen sagen wollen, dass es bei uns auf jeden Fall weitergeht. Wir werden weiter arbeiten. Für uns ist das möglich, so zu arbeiten. Sie werden es natürlich an unseren Videos beispielsweise sehen, dass die vielleicht nicht die Qualität haben, die die normalerweise haben. Aber das hat einfach damit zu tun, dass nicht jeder von uns so ein hervorragendes Equipment zu Hause hat, wie wir das im Büro haben. Egal. Ich werde mich an dieser Stelle ganz bestimmt nicht weiter zum Coronavirus und dem Umgang damit äußern. Das sollen andere aus berufenerem Munde tun. Das machen sowieso schon viel zu viele, die keine Ahnung davon haben. Und ich denke, wir sollten dort auf die offiziellen Quellen hören, was die uns zu sagen haben. Also, bei uns geht es weiter. Direkt nach diesem kurzen Video von mir hat der Kollege Christian Müller-Hergel zu Hause ein kleines Video gemacht, wo er sich Gedanken darum macht, wie es mit der gerontopsychiatrischen Versorgung weitergeht oder wie es mit der Versorgung von gerontopsychiatrisch erkrankten Menschen beispielsweise in der Häuslichkeit oder in Altenheimen oder wo auch immer weitergeht und was dort für Probleme womöglich auf uns zukommen und auf Sie zukommen. In diesem Sinne habe ich mir überlegt, dass es vielleicht Sinn macht, Sie dazu aufzufordern, uns Ideen und Beispiele zu senden, wie man zum Beispiel Menschen mit Demenz in der eigenen Häuslichkeit oder auch in der stationären Pflege jetzt, wo man nicht nach draußen gehen kann und wo die Menschen mal weitestgehend vielleicht allein sind, wie man die beschäftigen kann, etwas Sinnvolles mit ihnen unternehmen kann in der eigenen Häuslichkeit, damit keine Langeweile oder gar Konflikte aufkommen. Ich denke, das wäre vielleicht etwas. Und wenn Sie mir gute Ideen und gute Beispiele schicken, machen wir ein gemeinsames Video daraus, wo wir all diese Möglichkeiten vielleicht einmal gemeinsam posten und vielleicht haben dann einfach viele, viele Menschen da draußen etwas davon. In diesem Sinne, wie gesagt, nach diesem Video kommt das kurze Video von Christian Müller-Hergel. Und bei uns geht es hier natürlich weiter. Es wird einen neuen Lichtblick geben. Es wird auch einen Podcast geben. All das wird da sein. Bleiben Sie uns gewogen, verfolgen Sie uns. Und ich oder vielmehr wir aus dem Dialogzentrum wünschen Ihnen vor allem eine Menge Gesundheit und passen Sie gut auf sich auf. Bis bald. Ja, schönen guten Tag. Christian Müller-Hergel heute vom Dialogzentrum Leben im Alter in Osnabrück. Ja, man kann ja heute kaum irgendetwas im Gesundheitsbereich sagen, ohne sich auf die Corona-Krise zu beziehen. Und ich mache mir Gedanken dazu, wie sieht das für alte Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen aus? Das ist ein breites Spektrum. Psychosen, Depressionen, Angst, Zwangserkrankungen, aber eben auch die Demenz. Und für viele ist das ja so, als würden die schlimmsten Vorstellungen wahr werden, als würde das, was man quasi in seiner Psychose gesponnen und in seinen Phobien befürchtet hat, tatsächlich auch Realität werden. Konkret denke ich, dass für viele dieser Menschen die Situation sehr schwierig ist, zum Beispiel wenn sie mit Angehörigen zusammenleben. In der Regel nimmt man Tagespflege, Tagesklinik oder andere Gruppenangebote oder zugehende Angebote wahr. Das fällt jetzt alles flach. Das heißt, die Leute leben zu Hause mit ihren Angehörigen und das ist bestimmt keine angenehme Situation. Für Menschen mit Demenz, die viel auf andere zugehen und Körperkontakt suchen, halte ich das auch für eine sehr, sehr schwierige Situation. Sie können jetzt nicht mehr rauchen, sie haben keinen Verwandtenbesuch mehr, sie können an gruppenübergreifenden Angeboten nicht mehr teilnehmen. Das stelle ich mir hochbelastend vor. Insofern muss man sich mal überlegen,
Ja, wie man in diesen jetzt sehr engen Räumlichkeiten miteinander klarkommen kann. Und da empfehlen sich natürlich sehr einfache Dinge zu tun, zum Beispiel gemeinsam zu singen, Bilderalben zu schauen, viele 1-zu-1-Aktivitäten zu versuchen, unter Umständen sogar für Pflegende sich zusammen mit den Bewohnern in eine Art gemeinsame Quarantäne zu begeben. Das sind so Versuche, wie sie jetzt zum Beispiel in einigen Ländern, in Österreich, aber auch teilweise in Deutschland angestrebt werden. Die Pflegenden müssen natürlich jetzt in Schutzkleidung rumlaufen. Was das jetzt wiederum für die psychisch Kranken bedeutet, das kann man nur im Ansatz erahnen. Ich denke, Spekulationen verbieten sich und auch das Erteilen von Ratschlägen oder Tipps wäre alles andere als sinnvoll. Was ich allerdings schon interessant finde, ist, dass in so einer Zeit es dann möglich ist, auf viel Bürokratie und Prüfung zu verzichten, dass es einen sehr engen Zusammenhang von Pflege und Betreuung geben wird, den wir so nicht mehr kennen, weil das doch weitgehend so auseinandergerissen wurde. Also Pflegende sind jetzt ganz eng auch in der Betreuung gefordert. Dass man sehr aufeinander angewiesen ist und die Teams zusammenhalten müssen. Also an den Kräften, an der Stärkung, an der Solidarität der Teams wird es jetzt liegen, wie gut oder wie schlecht man durch diese Zeit kommt. Ich möchte Ihnen von Herzen wünschen, dass Sie gut durch diese Tage und diese Wochen kommen und dass Sie vielleicht auch mit den Sterbefällen, die jetzt anstehen und die unweigerlich kommen werden, dass Sie da einen guten Weg finden, dies zu verkraften. Denn diese vielen Verluste, die werden auch den Pflegeteams und den Pflegenden schwer zu schaffen machen und den Angehörigen natürlich auch. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Mut. Wir vom Dialog- und Transferzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück, wir werden weitermachen. Wir werden weitermachen, wir werden uns weiter um die psychiatrischen und gerontopsychiatrischen Themen kümmern, so ein bisschen nach dem Motto Keep cool and carry on, das werden wir auch machen. Ihnen trotz all der schwierigen Situationen eine tapfere, gute Zeit.